Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. So, wir haben jetzt in der letzten Folge das Eis geholt, auch schon wieder soweit alles fertig gekriegt, was wir durch die Zeitreise kaputt gemacht haben. Also müssen wir jetzt einmal das Eis hier wieder draufstellen. Kurz was weggehen. Schmilzt. Glas mit Wasser. So. Folienkartoffeln. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Folienkartoffel. Einmal entschalen. Die Kartoffel kommt da rein. Und halbier. Kartoffelhälften. So, dann brauchen wir nochmal von Lotti den Bügel. Hey, Lotto! Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Du bist also wirklich eine Lady? Du bist jetzt also wirklich ja, sowas? Das wir schon. Hab ich gesehen. Im Gegenteil. Genau. Was? Oh, es ist, wenn du... Also wir sprechen jetzt gerade, weil wir das schon kennen. Du hast keine Oberweite. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus, das gibt... Mag's sein. Aber wo liegt deine... Vielleicht dieses hier. Fällt dir noch was auf? Ich finde dich gut so, wie du ich bist. Ich finde dich gut so, wie du bist. Du Charmeur! Na dann, hau rein, Alter. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, Frau. Tüdelü. Ich finde das so lustig einfach. Früher hab ich glaube... So. Sagte ich Kartoffel, als ich... Ja, ja. Ohrenschützer für Zoom. Sind das... Ja, extra für dich. Wow, ha. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht... Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr... Ein unser Hit, Rudis, ihr habt's gehört, unser Publikum. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. Gib mir die Flaschenbürste, dann einmal nachladen. Jawoll. Fertig, der Elefant kann kommen. Wusste ich's doch. Alles klar. Tack. Bitte, geladene Wumme. Gefreiter Tack. Du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment, ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Gut, können wir dann... So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leiter klettert? Du hast einfach keine Fantasie. Hier ist die Kurbel. Okay, gehen wir mal nach oben. Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser... Elefant? Weg. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und... Bing! Ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ja. Ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein.
Nicht vieles mehr, als ich von dir erwartet habe. Okay. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan. Okay. Aufgewacht? In die Truhe rein. Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Okay, Schraubenschlüssel. Hier war nur noch die Knickerfolie. So, können wir jetzt da in die Luke gehen? Gut. Irgendwas mit der Kurbel, schätze ich mal, müssen wir machen. Und jetzt mal über dem Seil dann. Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Und das Seil kann man. Na, ich will eine Elefantenfalle bauen, keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Wenn wir zum Porzellanladen gehen würden, können wir jetzt hier das mitnehmen? Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Klobrillenregal. Ja, ist okay. Geweih? Schon toll, so ein Geweih. Wir brauchen wahrscheinlich eine Klobrille. Die Knickerfolie. Dafür ist die da. Ha! Bullseye. Da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Oh Gott! Alter! Das ist ja eklig. Okay. Was können wir dann jetzt hier machen? Können wir die Klobrille als Gedönse nehmen? Diese Schilder sind zu nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal vernünftig. Nicht mal die, auf denen Flammen abgebildet sind. Ich glaube, das muss erstmal runter. So, jetzt Klobrille. Diese Schilder sind so nicht mal die. Oder muss man die erstmal mit dem Schraubenschlüssel abmontieren? Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Und da jetzt die Klobrille drauf? Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Können wir schon das Teil drüber schmeißen? Ich will eine Kante. Eine Elefant. Okay, dann nochmal nach oben. Das sieht fast aus wie eine Laterne, ne? So, jetzt aber. Schlaufe? Glas? Oh, nee, ne? Wenn das halten soll, muss ich es schon irgendwo festklemmen. An der Luke vielleicht? Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. So, zur Bernhard Zütte. Wie jetzt? Du bist schon fertig?
Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. Okay. Okay, dann müssen wir doch jetzt erstmal mit ihm sprechen. Ich dachte, der Nachbar ist schon eingepackt hat. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als Ja. Ich muss dringend diesmal Rosa. Vielleicht sollte es... Nein, von Dr. Gizmo... Ich bin... Man sieht sie bei... Dann muss ich jetzt... Ah, er hat ihn schon überfallen. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zuschnapp... Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle ist gestellt. So. Er kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. So. Ins Dorf. Hey, Rufus! Ja, keine Zeit. Nicht jetzt! Kürbislaterne! So viel Zeit muss sein. Jetzt einmal Geprügelei und Lotti kommt. Also Lotti zu Lotti. So, Toni. Huhu, Schnutzelbärchi. Beinahe verplaudert, was ist los? Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangenlicht? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. So, dann jetzt aber bitte. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Ganz Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Warum zeigt er das doch schon wieder mit diesmal? Verstehe ich nicht, warum das soll. Mich interessiert aber immer noch, wie das jetzt zusammenhängt mit dem Anfang. Wo die Explosion da, also wo Rufus... Deponia gesprengt hat und so weiter. Zum Ballon? Toni, nein! Nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer! Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich es auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Tatsache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. So, du hast genau einen Satz. Das war eine Verwechslung. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz? Das war mein Satz. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt. Wein, lachen, vergeben, das ganze Zeug. Toni? Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Wenigstens leben die noch. Ah,
Nicht ohne Knickerfolie. Niemand kann behaupten, ich würde nicht dazulernen. Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff. Okay? Aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich habe hier echte Probleme. In der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Okay, ich hab so eine Befürchtung, wo das langsam hingeht. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Okay, den zweiten Punkt lasse ich erstmal aus. Frische Kekse? Frische Kekse! Es klappt nicht! Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen? Hm? Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen? Hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Immerhin sind die Gläser noch heil. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Na los, schrei mich schon ruhig an. Dann haben wir es hinter uns. Na los, schrei mich ruhig an. Dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. Okay, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. Okay, es tut mir leid. Okay, es tut mir leid. Ja, ich hab's gesagt. Zufrieden? Du checkst es einfach nicht, oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, oh. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Oh, oh. Nein! Ach du lieber Lumpy, das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car! Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht besehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert.
meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen, wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau, denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Okay. In dem Ballon, Ofenklappe. Moment, wie kriegen wir jetzt Feuer? Weil wenn ich jetzt wieder am Hebel ziehe... Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ha, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Nein, 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 böse, böse, böse. Ich habe gerade aus Versehen das Fenster gewechselt. Könnte sein, dass gerade die Aufnahme stehen geblieben ist bei mir. Aber es sieht noch gut aus. Kann ich... Ein Trümmerteil. Ich wollte jetzt eigentlich noch, dass ich irgendwie da was finde, womit ich ein Feuer machen kann. Ein Feuerzeug oder so. Natürlich ein brennendes Trümmerteil im Inventar. Ich hoffe, Bernhard ist gut versichert. Dann kann ich eben damit den Ofen anzünden, oder? Reicht das? Und auf geht's! Elysium, ich komme! Was machst du? Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Können wir einfach hier sein? Nun Ankerlichten! Tschüssi! Macht's gut, du Furie! Erlauben! Was sagst du? Ich sag dir, erlauben! Ich kann dich nicht hören! Der Ballon brennt, du Flachpfeife! Der Ballon brennt! Oh-oh. Rufus! Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelnmänner! Oh-oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Zu Burner Zitter? Nein! Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Puffnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wärst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnox. Hallo. Ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Was? Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Meint ihr vielleicht... Obwohl, warte mal, wir haben 40 Minuten. Das heißt, in der nächsten Folge geht es weiter. Bilder gehört. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.